Actioncams haben nicht die besten Mikros, das werdet ihr sicher kennen. Ihr habt ein Video aufgenommen und der Sound ist so ein bisschen dünn oder sehr leise, kaum wahrnehmbar. Da hat sich jetzt GitHub mal ein bisschen Gedanken gemacht. Mit der Git 2, so wie bei der GoPro, ist ein Mikrofoneingang verbaut. Das Ganze wird über Mini-USB realisiert, auch wie bei der GoPro. Deshalb kann man einfach GoPro-Zubehör kaufen. Einfach mal ein Mikrofon, welches Mini-USB am Start hat. Sieht ordentlich aus. So ein Metallschutz drauf. Eine Klammer. Und ein langes Kabel ist jetzt gerade aufgewickelt. Ich brauche es auch jetzt für den Test eben mal nicht. Wir schließen das Mikro auch direkt an und wir schauen uns dann mal an, was besser klingt, wie es überhaupt klingt. Weiter weg. Falls euch so ein Mikro gefällt und ihr auch eine Cam habt, die einen entsprechenden Eingang hat, könnt ihr euch dieses Mikrofon gerne nachkaufen. Ich verlinke es euch. Also das Mikro selbst ist von der Qualität ziemlich gut gelungen. Metall. Das Kabel ist recht dünn. An dieser Stelle sollte man auch aufpassen hier. Nicht, dass es zum Kabelbruch kommt. Dieses Kabel so ein bisschen geschützt. Aber es ist dünn, das Kabel. Das auf jeden Fall. Aber dafür ist es auch günstig. Booyah!